KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom KinoCast, hier mittlerweile dritte Adventsausgabe. Herzlich willkommen, Kate. Hallo. Hallo, Chris. Hallo. Chris hat auch, ist ganz aufgeregt, er hat heute noch eine besinnliche Weihnachtsaktion mit Tarkov vor sich. Aber hallo, hey. Aber wir nicht reden, nur der Chris ist aufgeregt, die Kate auch. Genau, ist ja Saisonfinale, ne? Oder hier zumindest. Finale. Richtig, Max Verstappen wird heute Weltmeister. Oder auch nicht. Heute exklusiv zuerst von mir gehört. Entscheidet sich ja noch. Ja, trotzdem. Aber wir reden auch über Filme, nämlich wir hatten in der Sneak Preview den Film Simple Porno, also besser gesagt Passion Simple, Passion Simple oder wie auch immer. Und der Chris hat Baden gegen Württemberg geschaut, also wir reden jetzt hier nicht von VfB gegen, sondern über eine Dokumentationsfiktion, sage ich mal, so gemischt, ja, der auch im Kino lief. Und ich habe einen Screener bekommen zu Notre Dame, die Liebe ist eine Baustelle, der ja am Donnerstag gestartet ist in den Kinos und den wollte ich ja gern sehen. Mal gucken, ob er mir gefallen hat. Montmartre, mon coeur. Na gut, Montmartre war da nicht zu sehen in dem Film. Nein, das ist der nächste Teil. Nach so, Einfälle in stimmt. Lauf und wenn das nicht letzte Woche, da war was, aber ja. Mal gucken, was da noch so kommt. Dazu später. Serien gibt es hier noch. Haus des Geldes, letzte Staffel und Lost in Bella Space sehe ich hier. Und ciao, es gibt natürlich wieder ein Filmrätsel und gleich nochmal allen der Hinweis, die gerne ein bisschen was zu Rätsel haben möchten, jetzt in der Weihnachtszeit. Der Adventskalender ist offen vom KinoCast und ich weiß nicht, wie es der eine geschafft hat. Ich nenne jetzt mal keine Namen. Für das Türchen 11 vom letzten Jahr gestern einen Tipp abzugeben, der quasi direkt unter meiner Lösung stand als Kommentar, also unter der Auflösung. Das ist nicht ganz richtig. Also ich weiß auch gar nicht, wie man das schaffen kann. Also, wenn man KinoCast aufruft, egal von welchem Device, man kommt sofort zum aktuellen Adventskalender. Ja, also könnt ihr gerne mitmachen. Es werden immer, immer mehr. Es ist total krass und jetzt haben wobei, wir auch wobei, ich muss dich rügen, weil auf Instagram machst du es viel zu einfach. Ach so, naja, das ist ja extra so gedacht, dass ein paar Leute mehr auf Instagram mir folgen, aber das wird bald aufhören mit den Tipps dort. Weil ach so, jetzt ist auf Instagram extra so gemacht, weil jetzt sind die Leute nicht so clever. nee, aber weißt du. Hab nicht ich gesagt. Stichwort Cross-Promotion. jetzt haben wir auch mittlerweile welche hier aus der Region gewonnen, was mich sehr gefreut hat. Also haben wir nicht nur den Norden Deutschlands beliefert, sondern wir hatten jetzt Leinefelden, Echterding, Weil der Stadt hatten wir dabei. Leinfelden, genau. Weil der Stadt hatten wir und war das der Jochen aus Leinfelden? Mal gucken, ich weiß gar nicht. Der hatte nämlich noch ganz nett geantwortet, weil der hat ja eine von den Mulholland Drive Blu-rays Special Edition gewonnen, die gestern verschickt wurden. Er hat gleich geschrieben, aber nach 3 Punkten für den VfB kann das Wochenende eigentlich nicht mehr besser werden. Das fand ich natürlich gut. Das wollte ich hier nochmal erwähnt haben. Und jetzt beginnen wir mal mit den Filmen. Chris und ich. Simple Passion haben wir uns God, ey. Du wächst Erinnerungen. Passion Simple. Ich muss übrigens dazu sagen, ich hatte das Gefühl, dabei zu sein, weil der Chris hat immer wieder kommentiert im Chat, live, was live jetzt gerade passiert. Und ich hatte das Gefühl, dabei zu sein, weil anscheinend ist ja nicht wirklich viel passiert. Oh ja. Also, vielleicht mal ganz kurz die Story, die ja nicht sehr vielschichtig ist, mal wiedergeben. Eine alleinerziehende Frau, gespielt von Letizia Dosch, der ich übrigens auf Instagram folge. Ja. aber wer nicht? Die hat eine Affäre mit einem russischen Diplomaten, den sie mal in Portugal irgendwo kennengelernt hat oder so. Und das ist eher, also man kann Affäre, was heißt Affäre? Also der ist ja verheiratet, genau deswegen ist sie quasi seine Affäre. Und ja, das ist eigentlich wenig romantisch, auf gut Deutsch wollte man sagen, eine Bumsbeziehung, was die da pflegen. Also die Tür geht auf, zack, greift er gleich einen Schritt oder sie ihm irgendwas. Also die halten sich da nicht viel mit Vorgeplänkel auf und da ist auch nicht mal irgendwie zusammen weggehen oder irgendwas, sondern das findet eigentlich nur im Bett statt, diese ganze Beziehung. Und
Ja, dann wird für sie aus unerklärlichen Gründen, fühlt sie da auch ein bisschen mehr, obwohl da jetzt eigentlich gar nicht mehr ist irgendwie, aber sie fängt dann an, ihn zu vermissen, wenn er nicht da ist und so diese Anzeichen, dass sie sich irgendwie in ihn verliebt hat, aber er bleibt halt weiter so ein typischer so russischer Diplomat, ganz kalt. Mit französischem Akzent. Will sie nur bumsen. nee, französisch nicht, er hatte schon manchmal schon einen russischen Akzent. Aber manchmal am Anfang war es ein französischer Akzent. Also ich würde mal sagen, das ist Lost in Translation, würde ich sagen, weil das ist dann durch die Synchronisation vielleicht ein bisschen, und das wird dann für sie auch so eine Art Obsession und so, dass, weil er hat natürlich dann seine Beziehung mit seiner Frau und die machen auch dann, was weiß ich mal, 3 Wochen Urlaub und da ist sie dann total am Boden, weil sie ihn ja nicht sehen kann und sie darf ja natürlich auch nicht mit ihm in Kontakt treten, weil das sonst seine Frau merken würde und das, dann ist das auch mal so ein bisschen so eine On-Off-Beziehung. Die Kate schnauft schon hier wie eine Wilde. Ja, so eine On-Off-Beziehung. Und das führt dann dazu, dass sie dann auch einen völligen Absturz hat und irgendwie das Kind auch, ihr Kind vernachlässigt ihren Sohn. Und da holt dann der Ex-Mann, holt dann mal den Sohn zu sich, damit er wieder was zu essen kriegt, weil sie hat ihm irgendwie 2 Wochen nichts zu essen gemacht und er hat sich hilferufend an den Vater gewendet und ja, warte mal, ich habe es, glaube ich, bei Letterboxd ganz gut zusammengefasst. Für ein Softporno hatte mir der Film einfach zu viel Handlung und zu viel Geheule. Also, was die dann geheult hat immer, also es war entweder Gebumse oder Geheule in dem Film. Und das war einfach nach einer gewissen Zeit sehr nervig. Ich habe irgendwie nach 5 Minuten verstanden, so, okay, sie ist die Affäre, das kann ganz nett sein, aber das kann auch scheiße sein. Das ist die Lektion des Films. So, und das aber auf 1,5 Stunden, ne? Du hast nach wie vielen Minuten kapiert, dass sie die Affäre ist? Nee, nicht, dass sie die Affäre ist, aber dass so eine Affäre manchmal ganz nett und manchmal ganz scheiße sein kann. Ich glaube, dass der zweite Satz ist von ihr ist, ja, aber seine Frau. Badumts. Also nur mal so, in den ersten 20 Minuten haben sie 4-mal ausgiebig in Zeitlupe gepoppt, haben Dialoge aus der Hölle geführt, dann sind wir 2-mal durch den Tunnel gefahren und dann war sie in Zeitlupe einkaufen und jetzt gab es 10 Zeilen Text und was gab es dann? Die 5. Runde Zeitlupensex. Das war innerhalb der ersten halben Stunde. War das Zeitlupe? Und dann gab es einen Penis zu sehen. das hat dir wieder gefallen. Penis on screen einfach. Oh Mann. Ja, es war halt nicht wie in irgendwelchen amerikanischen Filmen, wo dann irgendwas verhüllt wurde, sondern es wurde alles sehr sehr detailliert gezeigt, natürlich nicht Hardcore-Pornomäßig, dass man alles sieht, aber es war schon sehr nahe dran, was da so abging. Dann war die auch, hat die auch immer so dämlich agiert. Es ist halt vielleicht manchmal so, wenn die sich dann in so eine psychische Abhängigkeit, in so eine Affäre, wenn die sich da Hoffnung macht, dass das irgendwie klappt, aber du als Zuschauer weißt eigentlich sofort am Anfang, okay, das klappt nicht. Ihre Freundin sagt, trenn dich von ihm, das ist nicht gut, aber ja, es ist halt da manchmal so, ne, man. Ja, dass sie sich da trotzdem noch reinsteigert und das mussten wir halt, diese Leidensgeschichte mussten wir halt mit ihr durchleiden in dem Film, leider. Oh Mann. Übrigens, nach 30 Minuten Film gab es 20 Zeilen Text, Zeitlupe, Vorlesung und was gab es dann? Da wurde wieder gebumst. Ja. Ach ja. Ach, ich weiß auch nicht. Sobald eine Zeitlupenszene kam, kurz drauf, wurde richtig einer weggeflext. Also es war echt hart. Und ja. Da war auch alles dabei, alle Spielarten und so. Aber es ist ja manchmal so, dass dann vielleicht auch solche Filme, die ein bisschen, ja, ein paar explizite Darstellungen haben, dann vielleicht auch ganz nette Date-Movies sind oder so. Würde ich sagen, nein, auf keinen Fall. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, oh, da wird hier ein bisschen gepoppt oder so. Ich gehe da mal mit meinem Date ins Kino oder so. Vielleicht bringt das den Abend auf die richtige Spur. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Weil, wie gesagt, da hängt sehr viel Drama und sehr viel Geheule dran. Ja, ist auf keinen Fall ein Date-Movie. Und zwischendurch ist er doch dann auch weg gewesen, ne? Also das Typische. Ja, der war dann. Oh mein Gott, er hat sie verlassen. Und vor allem, wo sie waren, irgendwo in Novosibirsk oder irgendwo in Sibirien oder so zum Urlaub machen oder so mit seiner Frau irgendwie. Also, ja. Ach, nee.
Ja. Ja. Ich kann mir vorstellen, wie das Casting gelaufen ist. Ey, wir brauchen einen Typen, der ganz gut aussieht, der ein bisschen Muskeln hat oder so. Ah, wir haben hier da noch so einen Russen, der ist ja eigentlich bei uns der Pförtner und so, aber der geht immer trainieren und so. Ah, lass den mal nehmen. Der kann zwar nicht schauspielern, aber der sieht ganz gut aus, wenn er nichts anhat. Und so, so wird es gelaufen sein, schätze ich mal. Sergei Bolonin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Nee, was soll man dazu sagen? Also das war, ja, also weniger als nix, würde ich sagen. Also ich habe noch ein bisschen den Ansatz da verstanden, der da drinstecken soll, ja, mit Affären und so, aber das, ach nee. Ich glaube, der Film würde nicht mal auf Arte laufen, weil es einfach keine Kunst war in dem Fall. Ja. Ja, aber der läuft auch in diversen so Arthouse-Schienen und sowas läuft er aber im Kino, ne? Ja, das dachte ich mir schon, aber. Aber ich wüsste auch nicht, wem ich diesen Film so richtig empfehlen könnte. Ich überlege ja dann immer, gut, ich bin jetzt hier im Homeoffice, aber wenn ich auf Arbeit dann gefragt werde, und was lief da so und kannst du ihn empfehlen oder so? wüsste ich jetzt aber auch nicht. Das ist ja einfach. Nee, das ist irgendwie. Da kann man nicht mehr viel sagen. Also ich glaube, der war einfach für uns, war noch nicht mal so, dass man sagt, der ist auf eine komische Art, auf eine lustige Art ist der schlecht, sondern der hat ja irgendwie einen gewissen Anspruch. Ja, der will ja irgendwie was vermitteln und hat ja irgendwie eine Aussage und eine Dramatik auch drin, weil dass sie dann da völlig auf Tabletten dann abstürzt und so. Und, naja. Ach, nee, ich geb 3 Punkte, also ja. So viel! Ja. Wirkt schon viel. Ich bin bei französischen Filmen noch ein bisschen mehr noch. Du gibst, glaube ich, die realistischere Wertung. So, und ich sag dir jetzt mal was. Ich hätte ihm tatsächlich, weil es schlechtere Filme auf dieser Welt gibt, hätte ich ihm 2 Punkte gegeben. Ich gebe ihm allerdings 1 Punkt. Und soll ich dir auch sagen, warum? Und das sage ich nicht nur dir, das sage ich allen da draußen. Sag es. Es gibt in diesem Film eine Szene, wo sie beim Frühstück sitzen. Ach so. Sie sitzt dran mit ihrem Toast. Oh, 12.12 Uhr, Battlestate kommt online, witzig. Sie sitzt dran mit ihrem Toast, nimmt ihren Toast, hat sie in der linken Hand, nimmt mit einem Löffel Xelz, also für die Nicht-Deutschen eine Marmelade, für die Nicht-Schwaben Marmelade, tut den auf den Toast und dreht den Löffel um, dass also die dünne Kante dran ist, und schabt über den Toast. Wer zur Hölle verteilt sein Xelz so auf dem Toastbrot? Niemand. Wie blöd kann man sein? also ganz ehrlich, ich habe mich im Kino schon, das hat mich Kreizteifelsnarre, sagt man. Kann ich bestätigen, ja. Das hat mich richtig sauer gemacht. Das hat mich so getriggert und es triggert mich immer noch, wenn ich dran denke. Wenn ich sauer werde, verfalle ich leider ins Schwäbische. Ich sag's ganz ehrlich, aber die blöde Bix, die ganze Zeit tut sie mit dem Typ herumfägler, weiß nichts mehr mit sich anzufangen, und dann kommt so eine Scheiße, dass man das Toastbrot so bestraft. Hätte sie ein Messer genommen, jetzt hat keiner was gesagt, hätte sie die Rückseite genommen, alles. Nein, es wird so. Und dann dieses Kratzgeräusch. Das war auch wieder, denke ich mal, Lost in Translation. Da hat bestimmt einer mit einem Bierdeckel über Sandpapier geschabt. Und das war das Geräusch, ich kenne den nie und ich kenne viele Menschen, aber wer bitte, liebe Hörer, wer bitte da draußen macht mit der Kante des Löffels Marmelade auf dem Toast oder irgendwas auf dem Toast? Das macht doch kein Mensch. Wenn man es mit dem Löffel macht, dann mit der runden Seite. Das mache ich, um was vielleicht wegzukratzen, aber doch nicht, um es drauf zu kratzen. Ach Gott. Ich werde jetzt mal deswegen ein großes Geheimnis verraten. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht völlig desillusionieren, was Filme angeht. Aber immer wenn du siehst, dass in Filmen was gegessen wird, wird überhaupt nichts gegessen. Ja, das ist mir schon klar. Danke. Ja, das weiß ich. Das heißt, aber wenn die sich das Brötchen darstellen. Ja, wenn die sich das Brötchen schmiert, dann schmiert die das nicht, um das zu essen, sondern macht einfach ja. Aber trotzdem muss sie es richtig machen, sonst. Du hast gar nicht gesehen. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Du warst ja mit eingebunden in dem Live-Feed von Chris sozusagen. Und der Zusammenfassung von dir nach dem Film dann, ne?
Oh, Tag nein. später, oder wann kam das? Also, deswegen ein Punkt, weil ich mich so aufgeregt habe. Also, kann ich bestätigen, der Christ, der war auf 180. Da hat das Spätzlewasser aber gekocht. So. Aber hallo, hey. Na Mensch, gab es da nicht irgendwie hier Passion, da gab es doch, After Passion gab es auch noch, ne? Hier diese, das war auch so ein unsäglich. Ja. Vielleicht ist das einfach, hat das was mit dem Titel zu tun. Es gab auch die Passion Christi, also von dem her. Ja, vielleicht hat das irgendwas mit Passion oder Passion zu tun. Vielleicht sollte man einfach, vielleicht ist das so ein Red Flag beim Filmtitel schon, wo man einfach sagen muss, na, vielleicht ist das doch nicht so gut. Mann. Wie schaut denn der Tipp für morgen aus? Da vielleicht kommt da mal was Besseres. Der Tipp für morgen lautet unschuldig. Mhm. Es wurden zwei Sachen getippt. Einmal tiefe Wasser und Matrix. Na, Matrix glaube ich nicht. Tiefe Wasser, was ist denn das für ein Film? Ich weiß nicht, ist kein Link dabei. Ist nur, ich google mal. Tiefe Wasser. Film. Die Border 2021. Die Border. Oh, Chris, für dich. Psychothriller, Erotik-Thriller. Von Liebe ist beim Ehepaar Victor Van Allen, gespielt von Ben Affleck, und Melinda, gespielt von Ana de Armas, keine Rede mehr. Die Emotionen haben sich in Luft aufgelöst und die einzige Verbindung im Alltag verloren gegangen. Oh, jetzt kommt's. Um ihrer Ehe dennoch eine Chance zu geben, einigen sich darauf, dass Sexabenteuer und Affären außerhalb der Ehe erlaubt sind. Das gegenseitige Einverständnis wandelt sich schnell in ein fieses Psychospiel. Und wieso, was hat das mit unschuldig zu tun? Weiß nicht. Eigentlich nix, oder? Eigentlich nix. Warum habe ich eigentlich? Ich habe mich noch gar nicht mit dem Tipp beschäftigt, siehst du mal. Na, vielleicht tippe ich heute noch was, das seht ihr dann auf der Gloria Sneak Facebook-Seite dann, wenn mir da noch irgendwas einfällt, unschuldig. Ja. Okay, na mal schauen. Und wie sah eigentlich so die Wertung aus von Passion Simple? Ja, nicht so verheerend, gut. Sollte ich sagen. Ja, höchste also Wertung 5. Also bisher 0% Weiterempfehlung. Und zwischen 1, 2, 4 und 5. Höher nicht. Komisch, es haben 11 Leute abgestimmt, also eine Punktzahl, 2, 4 und nur 5 Leute haben unten dann nochmal geklickt hier. Ja. Ja. Ach ja, ich habe ja da auch so eine Zusammenfassung gepostet. Genau, jetzt sehe ich es gerade wieder. Aber ey, das ist ja nur Trailermaterial, ne? Also das ist ja jetzt nichts, was irgendwo komische Quellen hat, sondern, aber selbst im Trailer, da gibt es einen, im Englischen heißt Red Band Trailer, also einen ungeschnittenen Trailer. Das ist nicht der deutsche Trailer, sondern, aber da durfte ich natürlich nichts nehmen, ne? Wir für Facebook, sonst wären wir gleich gebannt hier mit unserer Gruppe, da waren auch ein paar Szenen dabei. Naja. Okay, dann schauen wir mal, ob morgen vielleicht was Besseres kommt. Es müsste langsam mal Richtung Weihnachten, Richtung letztes Sneaks des Jahres, dann könnte eigentlich langsam mal sich das Niveau mal ein bisschen steigern hier. Ich meine, jetzt mit Titan und Passion Simple sind wir ja relativ weit unten angekommen jetzt mittlerweile. Bin mal gespannt. Und wir begeben uns mal, naja, es ist eigentlich noch Kino, also eigentlich müssen wir es hier noch mitmachen, weil Baden gegen Württemberg läuft ja sogar noch im Kino. Dieses, wie nennt man eigentlich diese Rubrik? Was ist das? Ein Doku-Erzählfilm oder so, oder? Gut, eigentlich. Gute Frage. Warte mal, ich guck mal, wie sie es selbst beschrieben haben. Erzähl du mal weiter. Was soll ich denn erzählen? Also es ist eine Dokumentation über den, über quasi... Doku-Drama. Ja, Doku-Drama. Quasi so mit erzählerischen Elementen, ähnlich wie beim History Channel, da sieht man ja manchmal so Spielszenen, wo so Szenen, bestimmte Szenen aus der Geschichte nochmal nachgespielt werden mit Schauspielern, die so ähnlich aussehen wie die Person, um die es geht, um das ein bisschen visueller darzustellen und nicht nur zu erzählen. Und so ähnlich wird hier bei Baden gegen Württemberg die Geschichte nacherzählt, vom quasi Ende des Zweiten Weltkrieges über die Gründung des Bundeslandes Baden-Württemberg und was da alles Südweststaates. So... Südweststaates. Hieß das mal Südweststaat oder hieß das schon... Nein. Nee. Baden, okay. Das sollte ja der Südweststaat. Ja. Und welche Befindlichkeiten es da gab bei den verschiedenen... wie waren das, die sich da vereint haben? Vier, da war es... Nein. Ursprünglich waren es drei. Es waren Württemberg-Hohenzollern, Württemberg-Baden und Baden. Hm. Und dann haben sie eben nach der... Also das ging ja immer so hin und her, wer und wie und was. Und
eigentlich sollte oder war der Plan, da einen großen Südweststaat zu machen, als Gegengewicht auch zu den anderen großen Bundesstaaten, dass es ungefähr gleiche Verhältnisse gibt. Und Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern waren da dafür, und nur Baden hat sich aufgrund ihrer Kultur und ihrem Dingsen und unserer Herkunft und so, und die wollten das alles nicht. Ja, die waren ja französische Besatzungszone, und die Franzosen wollten das auch ein bisschen als Puffer haben, wird auch gut erklärt hier, ne? Ja, es wird sogar sehr gut teilweise erklärt, und auch wie was da abging und was da dahinter ist und auch wie das war mit den Flüchtlingen aufnehmen. Auch so ein ganz heißes Eisen damals schon. Oh ja. Na, und das waren ja die haben da einfach eine Mauer reingezogen, und es war ja auch wirklich so. Also die haben das fand ich auch sehr schön beschrieben. Die einzige Möglichkeit, wo du zum Beispiel als Bauer hattest, war, du wirfst einfach die Scheiben bei dir zu Hause ein, weil wenn es durchzieht, kommt keiner rein. Also ja, und Glas gab es nicht, also reparieren konnte man es auch nicht gleich. Also komplett surreal eigentlich, die ganze Situation. Und dann gab es eben diese Volksbefragung in diesen drei Wahlbezirken. Und dabei kam halt raus, dass zwei dafür sind, aber Baden halt nicht. Und dann kam dieser Schachzug, dass man sagt, okay, dann machen wir einfach einen vierten Wahlbezirk auf mit Nordbaden, weil dort waren sehr viel Flüchtlinge, und die konnten, die waren nicht so der badischen Landesregierung nicht so wohlgesonnen, weil es halt da extreme, wie gesagt, Widerstände auch gegen diese deutschen Flüchtlinge, muss man auch dazu sagen, die vertrieben sind und alles, gab. Und deswegen hat man, weil man das ja auch unbedingt durchboxen wollte, hat man dann diesen vierten Wahlbezirk Nordbaden quasi mit reingeholt. Und Nordbaden hat halt mit ganz, ganz knapper Mehrheit am Ende für den Zusammenschluss gestimmt. Und dass Baden seitdem halt auch so ein bisschen sich verarscht vorkam, klar, kann man verstehen. Allerdings, wie Baden sich verhalten hat, wie Württemberg sich verhalten hat, so, das ist alles halt echt nicht so ganz wirklich sauber gewesen. Mhm. Es ist super, super cool dargestellt einfach. Es ist, also ich habe es richtig gefeiert. Auch dann die Szenen, die Originalszenen und Originalkarikaturen aus den Zeitungen und so, was sie alles da drin haben, Originaldokumente, Historiker. Das ist richtig cool. Ich fand das richtig, richtig toll. Das hat es richtig schön auch teilweise wieder greifbar gemacht. Also man sieht zum Beispiel, in einer Szene fährt mal der 15er durch Stuttgart durch. Also das ist jetzt gerade, das ist die alte Linie, die neue Linie, wo wir hier in Stammheim haben. Also früher hatten wir die 5. Und ja, jetzt ist halt halt der 15er nach Häslach. Oder halt auch wie Baden eher gesagt hat, auf Stuttgart würde ich auch gern Bomben schmeißen und solche Sachen. Also richtig, richtig hart. Was einfach schön fand, das Thema mit dem Frauenfunk, da ist auch nochmal so. Genau, da bin ich jetzt gleich noch dazugekommen. Das ist das Thema mit dem Frauenfunk von Stuttgart aus, weil ja auch da ganz arg viel eigentlich, jetzt fängt die Installation vom Patch an, weil da der Frauenfunk ganz arg viel eigentlich machen sollte in Richtung für die Frau, und auch da erstmal das Darstellen von diesen zwei Damen, die diesen Frauenfunk da gemacht oder stellvertretend für den Frauenfunk einfach waren, sollen Tipps geben, oder wir geben jetzt einfach Lebenstipps für die Frauen, weil die sind ja so orientierungslos, und dann sagt die eine noch, Frauen interessieren sich nicht für Politik und was, also total, total krass einfach dargestellt, cool dargestellt und greifbar gemacht. Für mich ist das wirklich ein Stück Geschichte greifbar gemacht, weil halt die Charaktere auch extrem cool dargestellt sind. Du siehst nämlich dann auch immer Ausschnitte aus echten Fernsehinterviews und allem. Und da siehst du auch, wie gut teilweise gecastet wurde und wie gut es dargestellt ist. Und wie gesagt, die Rolle vom Frauenfunk fand ich auch sehr cool, dass man das mit reingebracht hat, weil das kommt ganz am Ende. Der Stuttgarter Frauenfunk lief bis 1970, bis der SDR, der Süddeutsche Rundfunk damals noch, ihn dicht gemacht hat. Also echt total krasse Sache einfach. Da vielleicht auch noch für die Hörer da draußen, die da nicht so drin sind. Es gab hier in Baden-Württemberg jahrelang auch noch zwei große Radiostationen. Einmal den Südwestfunk und
eben den Süddeutschen Rundfunk, also der SDR und der SWF. Und die wurden ja dann zum SWR zusammengeschlossen, wie wir es heute kennen oder wie es jetzt ist. Und das war ja auch schon so ein bisschen noch mehr Zusammenrücken von Baden und Württemberg. Aber auf jeden Fall echt cool erzählt. Ich kann es echt jedem, der Interesse an Geschichte hat, auch von hier, von Baden-Württemberg oder von Württemberg, das echt nur empfehlen, weil es ist richtig cool dargestellt, es sind sehr viele Details drin und ich habe echt Spaß gehabt, das anzugucken, weil es einfach gut gemacht ist. Ich bin sehr, sehr froh, erstmal Erik, dass du dich darum bemüht hast, den Screener zu bekommen und ich bin super dankbar, ich denke, Camino hat uns den zur Verfügung gestellt, dass wir das bekommen haben. Also richtig, dafür vielen, vielen Dank, weil richtig, richtig cooler Film, ich kann den echt nur empfehlen. Und ich werde den, wenn es die Möglichkeit gibt, auch wirklich mit in die Schule nehmen. Ja, ich sag da auch nochmal danke. Ich glaube, die Zoom-Medienbetreuung war das von Camino, die das gemacht hat. Also danke nochmal dafür. Und ist auch, glaube ich, MFG gesponsert hier, Stuttgart hier und so, denke ich mal. Für mich war es ja nun, ich muss ja ehrlich sagen, ich habe das nie gelernt irgendwie. Also wir hatten das in der Schule nicht, wie das war. Also Geschichte der Bundesrepublik, so die einzelnen Details oder so, das hatten wir natürlich nie in der Schule, ist klar, wir hatten da andere Themen. Genau, und deswegen, also so im Detail kannte ich es jetzt auch noch nicht, das war für mich total spannend und interessant, das zu sehen, weil es war auch interessant aufbereitet, das war jetzt nicht so irgendwie so tröge, wie man es manchmal kennt, sondern das war halt wirklich so mit Spielszenen und richtig mit diesen Originalton und mit den Originalaufnahmen fand ich wahnsinnig gut gemacht und auch so ein paar amüsante Anekdoten, die da mit reinspielen und ja, aber was sich halt gezeigt hat, ne, also die Politik der Vergangenheit wurde mehrfach von Männern gemacht, deswegen heißt ja das Männer, Macht und Frauenfunk. gerade wenn dann so die ganzen Männer alle zusammensaßen, da irgendwo geraucht haben im Hinterzimmer von irgendeiner Gaststätte da und so und da die das Wohl und Wehe beschlossen haben und ja, aber war natürlich absolut sehenswert auch, also gerade für die, die hier in der Region sind und unbedingt mal anschauen, wenn ihr den noch irgendwo erwischen könnt, Baden gegen Württemberg, ein gut aufbereiteter Film, empfehlenswert. Kate kann den ja auch mal noch gucken, ich glaube, der Screener geht ja noch, hat es noch nicht drinstehen, ja, ich hoffe. Dann ja, kann sie mal einen Blick reinwerfen. Nee. So, ich habe noch einen. Ah ja, dürfen wir keine Wertung abgeben, ne? Ach so, geben wir da Wertung ab für eine Dokumentation? Ja, hallo. Okay, dann. Ist ja nicht eine reine Doku. 8,5 von 10. Ah, ich gebe mal 7, ja. Oh. Okay. Nächster Film. Aus dem Kino quasi direkt, aber als Screener geguckt hier, weil ich wollte tatsächlich mit meiner Frau ins Kino gehen, aber in den Innenstadtkinos, da lief der entweder Donnerstag oder jetzt wieder Sonntag und da habe ich gedacht, nee, Donnerstag schaffen wir es nicht und jetzt am Sonntag wäre es zu spät für die Sendung und so. Und dann habe ich die Filmfirma gefragt, den Verleiher und das war super, also wir waren bei denen noch gar nicht gelistet und der hat es gleich geschickt, den Screener ohne hin und her und das ging echt super. Und es handelt sich um den Film Notre Dame, die Liebe ist eine Baustelle. Ja, eine französisch-belgische, da ist ein kleines Ausrufezeichen bei mir schon, eine französisch-belgische Co-Produktion mit, von Valérie Donzelli, die auch mitspielt. Und sie spielt eine Architektin, die ja, zwei Kinder hat. Jetzt nicht direkt alleinerziehend, weil ihr Ex-Mann, der sieht man auch im Trailer, also der Trailer beginnt damit, dass quasi sie im Bett aufwacht und neben ihr ein Mann liegt und sie sagt dann so, ey, du musst jetzt gehen, aber wieso, das sind doch auch meine Kinder und sowas. Also man sieht schon, da ist irgendwie so ein bisschen noch was da. Also die treffen sich immer mal noch, ähnlich wie bei Simple Passion, ja, aber hier bei weitem nicht so explizit. Und ja, sie ist eigentlich alleinerziehend mit zwei Kindern und sie ist Architektin und architektiert da so rum in Paris in so einem Architekturbüro und kriegt da so Aufträge für so kleine, was weiß ich mal, so einen Kinderspielplatz zu designen oder irgend sowas. Und es läuft aber eine große Ausschreibung für den Vorplatz von Notre Dame. Also ich dachte eigentlich, als ich den Trailer gesehen hatte, es geht um die Rekonstruktion, weil der wird ja gerade wieder neu aufgebaut, weil der abgebrannt war in Notre Dame. Nein, es geht um den Vorplatz von Notre Dame, der irgendwie gestaltet werden soll, weil das sollen quasi die Ausgänge von der U-Bahn irgendwie nach oben gelegt werden, das soll alles irgendwie schön aussehen. Und
Ja, das erstmal soweit musste ich schon mal eine Kröte schlucken, weil ich dachte, what, was ist denn das für eine komische Vorstellung, dass die auf diesem Vorplatz da in den U-Bahn-Ausgang, weil so ein Käse. Na egal. Ich habe es dann akzeptiert, dachte, okay, kann ja ganz nett werden. Sie macht dann quasi das Design für ihren Kinderspielplatz und dann kam der erste Moment, also wir haben den hier auch zu zweit geguckt zu Hause, wo wir gedacht haben, was ist denn das für ein Scheiß? Also ihr kennt doch bestimmt diese Architekturmodelle, wenn die Architekten dann sowas so bauen auf so einer Platte, ne, wie so eine Eisenbahnplatte, ne, wo man dann so quasi das zeigen kann. Mhm. Und dieses Architekturmodell hat sie bei sich zu Hause und es wird gesagt, dass jetzt Paris kommt irgendwie ein Sturm oder sowas und jedenfalls hat sie das Fenster auf und das Architekturmodell fliegt wie von Geisterhand zum Fenster hinaus und fliegt dann genau bei dem Fenster rein, wo die Ausschreibung für Notre Dame läuft. Quasi, also da, wo die ganzen Architekturmodelle für den Vorplatz von Notre Dame stehen. Und sie hat das Modell signiert und irgendwann kommt dann am nächsten Tag oder wann kommt dann der Anruf, sag hier, Frau Crayon, ja, wir laden sie ein zur Bürgermeisterin von Paris hier wegen ihrem Modell und so. Und sie soll dann, es wird quasi angenommen, dass das Modell, was sie für den Spielplatz gebaut hat, der Vorplatz von Notre Dame sein soll. Und so gewinnt sie den 100 noch was Millionen Auftrag. Und da heißt natürlich in Frankreich 7% Honorar für die Architektin. Und das wäre natürlich wirklich viel Geld. Und ja, sie will dann mit einem totalen Loser von ihrem Architekturbüro zusammen, will sie sich quasi ausgründen, ein eigenes machen, ein Architekturbüro. Aber da geht noch ein bisschen was schief. Also sie muss dann in dem Architekturbüro bleiben, wo sie eigentlich gearbeitet hat und will dann dort das Projekt umsetzen. Stößt auf sehr viel Gegenwehr, weil das wird dann auch von irgendwelchen Ingenieuren noch ein bisschen geändert und das sieht dann aus wie ein großer Phallus. Und da gibt's dann ein bisschen natürlich Demonstrationen, wie immer in Frankreich, wenn irgendwas nicht so läuft. Und ja, diese Magie-Szene, die ich vorhin erwähnt hatte, da gab es noch mehr so ganz dämliche Szenen mittendrin, dann ganz viel so Slapstick mittendrin. Dann hat der Film wirklich ein ganz, ganz übles Drehbuch. Also da passt nichts zusammen. Also so ein Film ist ja eigentlich eine Aneinanderreihung von Szenen, die irgendwie aufeinander aufbauen oder irgendwas. Und da gibt es manchmal so Szenen, wo du denkst, was soll denn der Scheiß jetzt? Was hat denn das damit zu tun? Und dann immer noch dieser blöde Ex-Mann, der dann auch irgendwann bei ihr einzieht und der ist einfach total dämlich und ist ganz furchtbar alles ganz. Also so viel Facepalm. Dann gab es halt auch, gab es noch so eine Art Musical-Einlagen mittendrin, also fangen die plötzlich an mit Singen und so, also wirklich ganz, ganz schlimm, so alle Trigger bei mir gedrückt, die gesagt haben, nee. Und dann wirklich so Witze, die zu Tode geritten wurden und alles. Also letzten Endes, finales Fazit, also das hätte wirklich ein kleiner, schöner Rom-Com-Film sein können mit der Idee, dass sie da jetzt plötzlich den Architekturwettbewerb gewinnt und dann irgendwie, sie lernt ja dann auch jemand Neues kennen, der das Projekt begleiten soll. Da wird übrigens die ganze Zeit erzählt, den kennt sie irgendwie von früher, aber das wird nie erzählt, warum, weshalb, wieso und so. Und die sind dann plötzlich irgendwie total verliebt und alles. Und wie gesagt, Drehbuch ganz, ganz schlimm hier. Kann ich jetzt nicht so recht dazu raten zu dem Film. Also ich selbst mit viel Wohlwollen gebe ich dem Film 5,5, also der Chris würde dem wahrscheinlich eine 3 geben. Weil waren natürlich ein paar schöne Ecken noch zu sehen und ein paar nette Szenen waren drin, aber da war einfach zu viel dämlicher Scheiß drin, der mich da sowas von rausgebracht hat und so teilweise auf Laienspielniveau dann und nee. Also ein ganz netter, okayer Film, aber mehr auch nicht und eher mit der Tendenz unterdurchschnittlich zu sein. Deswegen 5,5 von 10. Ja, das waren unsere Kinofilme der Woche, die wir zu besprechen hatten. Und jetzt werfen wir mal einen Blick in die Kinocharts und gucken mal, was so Neues anläuft. Vielleicht ist da wieder so ein schöner Film dabei wie Notre Dame. Kinocharts und Neustarts. Top 5 in den Innenstadtkinos Stuttgart. 5 ist Dune. Der Wüstenplanet. Auf Platz 4 haben wir Don't Look Up. Hm.
Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio. Dann die 3 ist Keine Zeit zu sterben, James Bond. Auf Platz Nummer 2, Encanto. Platz 1 immer noch House of Gucci. Und wenn wir einmal bei den Innenstadtkinos sind, noch 2 kleine Hinweise. Im 24. Kalendertürchen vom KinoCast Adventskalender, habe ich vorhin vergessen zu sagen, befindet sich ein toller Preis der Innenstadtkinos Stuttgart. Ich habe auch schon alle, die was gewonnen haben, wo ich die Adresse erfahren habe, die darauf hingewiesen, dass sie da auf jeden Fall mitspielen, die hier in der Nähe wohnen. Ja. Und du kannst vielleicht was, willst du schon verraten, was in der letzten Sneak vor Weihnachten passiert oder ist es noch geheim? Nein. Aber passiert eine Überraschung, seid gespannt. Nein, da gibt es eine Überraschung. Seid gespannt. Eins Überraschung. Okay. Was startet neu? Annette, eine Rockoper über die Liebe eines Comedian und einer Opernsängerin und ihrer Tochter Annette. Ach du großer Gott. Das ist aber Annette. Oh Gott, oh Gott. Aha, oh Gott, okay. Monte Verita, der Rausch der Freiheit. Drama nach wahren Begebenheiten über eine junge Frau Anfang des 20. Jahrhunderts, die in einer Gesellschaft am Monte Verita neuen Halt findet. Mhm. Verita. Okay, Monte Scherpellino. Die Frau im Dunkeln. Netflix-Drama mit Olivia Colman als Mutter zwei erwachsener Töchter, die erstmals unabhängig lebt und beim Anblick einer jungen Familie unüberlegte Taten vollbringt. Okay. Aha. Was läuft denn da für Scheiße an jetzt die ganze Zeit? Also ja, gut, es läuft ja auch Spider-Man an. Ach so, den hatten wir ja letzte Woche, den müssen wir eigentlich jetzt nochmal mit erwähnen. Willst du gleich mal machen? Spider-Man No Way Home? Den Spider-Man, den Spider-Man erwähnen, ja, der neue Spider-Man ja, No Way Home läuft an. Und witzigerweise werden wir nächste Woche die KinoCast-Weihnachtsfeier abhalten, am Mittwochabend, und werden uns genau diesen Film anschauen. Corona-konforme Weihnachtsfeier. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ich da auch. Ich glaube, wird mal wieder was Gutes hier. Weil das könnte episch werden. Schön in Dolby Atmos, also wir hauen richtig rein. Ja, wenn schon. Ja, wenn dann schon. Mit Luxus sitzen? Ja, klar. Bestimmt. Oh, nice. Guck mal, der Schein trübt. Regie ist Radan Dragovic mit Besetzung Garan Najovic und Xena Marinkovic und Bojan Najovic. Wahrscheinlich ein serbisches oder bosnisches oder so. Bosnischer Film. Das ist eine Satire, die aus 3 Episoden besteht. Es geht um göttliche Wunder in der postkommunistischen Gesellschaft Serbiens und ihre Auswirkungen. Ah, Serbien, richtig getippt. Okay, nichts für mich. Göttliche Wunder. Ja. Was haben wir noch? Zauberflöte, Nussknacker, ja, Motherload, Wood, der geraubte Wald. Na, da traut sich keiner gegen den potenziellen Top-Hit Spider-Man No Way Home was entgegenzusetzen. Nehme ich mal an. Okay. Dann, einen Trailer habe ich mal jetzt bekommen, ganz neu. Neue Filmtrailer. Ich weiß nicht, ob ihr den schon geschaut hattet, den neuen Sonic the Hedgehog 2. Ja, habe ich geschaut. Trailer. Und hattet ihr eigentlich, ich habe den geschaut, den ersten Sonic-Film, hattet ihr den schon geschaut eigentlich? Oder? Ich habe ihn nicht gesehen, nee. Chris, du? Ich habe ihn auch nicht gesehen, aber ich habe den Trailer jetzt gesehen. Weil ich fand den ersten Film ja echt witzig und echt gut. Weil das hätte ich auch nicht gedacht, dass der so gut ist. Ich habe den lange liegen lassen und habe dann gedacht, oh, jetzt guckst du mal, jetzt wo der dann läuft. Und fand den ja wirklich gut. Habe den mit dem Kleinen zusammengeguckt. Und der neue Trailer sieht auch wieder sehr, sehr spaßig aus. Und ich glaube, Jim Carrey, ey, die Rolle ist dem sowas von auf den Leib geschrieben. Also ich glaube, als sie den Film damals in der Planung hatten, schon beim ersten Teil, da haben die gedacht, okay, wir müssen da Jim Carrey versuchen zu kriegen, weil das ist die Rolle, die passt auf den. Und da ist auch hier so eine coole Szene im Trailer drin. Und macht Spaß, der Trailer. Ich werde ihn mit verlinken. Und ich überlege dann sogar, ob ich dann vielleicht, wann läuft der eigentlich an? Nächstes Jahr oder so. Steht hier noch gar nicht. Aber wahrscheinlich 2022 irgendwann. Ich überlege dann mal vielleicht, ob ich da mit dem Kleinen sogar ins Kino gehe. Weil der erste Teil, der hat ihm auch echt gut gefallen. Und mal schauen. Sonic 2. Steht nur da demnächst hier im Kino. Ja. Traut sich keiner mehr, irgendwie ein Datum zu nennen. Ja. Nee, lieber nicht. Mal schauen. Ansonsten, Serien sehe ich hier. Klick-klack. Serien. Ich habe es noch nicht geschafft, bei And Just Like That reinzuschauen, bei der neuen Sex in the City, aber das werde ich heute tun. Der Witz ist, ich habe
die neue Folge Dexter geguckt. Und als ich dann ausgeschalten habe, als Dexter aus war, habe ich dann auf Stopp gedrückt und bin zurück aufs normale Fernsehprogramm. Und da fing gerade die erste Folge von Sex and the City, also von Just Like That an. Und ich so, ist wirklich, ich habe genau zum Anfang eingeschaltet und ich so, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Ist das schon die zweite Folge? Habe ich nachgeguckt? Nee, ist nicht die zweite Folge. Also es ist wirklich Rums und sie sind drin. Das ist kein großes Vorgeplänkel. Das geht direkt, zack, weiter. Und sehr schön. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Sehr schön. Ich werde es auf jeden Fall gucken. Ich habe noch 5 Minuten wieder abgeschalten. Ich werde es auf jeden Fall gucken. Ganz furchtbar. Vielleicht lag es auch an der Synchro. Ich fand die Synchro, glaube ich, hat nicht 100% gepasst. Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Konnte ich nicht ertragen. Dafür habe ich aber Teil 5 von, und der somit letzte Teil von Haus des Geldes geguckt, weil die letzte Staffel ist ja aufgeteilt in Teil 1 und Teil 2 und es ist dann irgendwie Teil 5, der letzte, wird offiziell so Part 5 wird es genannt, keine Ahnung, aber eigentlich ist es der zweite Teil der letzten Staffel, weil es sind nur 5 Folgen, so wie der erste Teil auch nur 5 Folgen war. Wir starten nahtlos, geht es weiter wie das Ende der vom ersten Teil der Folge 5, geht es in Folge 6 direkt weiter es ist unfassbar gut. Es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das Ende ist versöhnlich für mich, also konnte ich mit leben. Und ich sage natürlich nicht, was passiert oder wie es ausgeht. Ich werde nicht spoilern, ich sage nur, dass es gut also für mich ein gutes Ende hat und eins, mit dem ich leben kann und dass man es angucken kann und Spaß macht und ja, angucken. Ich hab noch einen Film geguckt, aber gut. Mehr darf man das so nicht sagen. Weil du sagst, da ist passiert was, was nicht gut ausgeht. Ich habe diesen Krokodilfilm geguckt, den australischen, den wir letzte Woche hatten, weißt du? Ja, wo wir drüber, ja. Den trage ich mal für nächste Woche ein. Oh, sorry. Nee, was heißt sorry? Ja, also kann man, also wer die ersten Folgen und Serie, Staffeln gut fand, kann das durchaus anschauen. Ich habe relativ lange gewartet. Ich glaube, es war schon über eine Woche raus, bis ich es angeguckt habe, weil ich irgendwie nicht den Mut hatte, es sofort anzugucken. Also nicht Mut von mutig sein, sondern eher so Laune, Mut mit Doppel-O. Ich war ja mit dem Ende des ersten Teils nicht zufrieden, deswegen hatte ich dann Angst, was noch kommt und habe es dann aber doch geguckt und bin nicht traurig drum. Aber es ist in Ordnung, dass es jetzt zu Ende ist. Also ich glaube, noch so ein Heist oder so wäre nicht machbar gewesen. Und wäre auch langweilig gewesen. Deswegen ist gut, dass es zu Ende ist. Erik, du guckst es gar nicht, ne? Nee. Geil, dass erste Chris Staffel hat mir gucken. Gereicht. Ich muss noch gucken. Ja. Ich habe noch eine Serie zu Ende geguckt. Das war auch die letzte Staffel. Und zwar von der Serie Lost in Space. Die Robinsons sind lost in space in der ersten Staffel und treffen auf Roboter. In der zweiten Staffel geht es dann um einen Krieg gegen Roboter und die Familie splittet sich auf ungewollt. Die Kinder sind dann auf sich allein gestellt. Und in der dritten Staffel geht es jetzt darum, wieder zurück auf den ursprünglichen Plan zu kommen, nach Alpha Centauri zu gelangen und die Roboter zu besiegen. Ob das klappt, verrate ich nicht, aber tatsächlich ist es so, ich habe nichts mehr aus der zweiten Staffel gewusst. Ich habe die komplett irgendwie verdrängt, den Inhalt der zweiten Staffel. War aber nicht schlimm, weil es gibt ein kurzes Feedback, was vorher passiert ist. Und dann bin ich direkt wieder in die dritte Staffel eingestiegen und es hat Spaß gemacht zu gucken. Wer ein bisschen Sci-Fi-Abenteuer mit Robotern und guten Schauspielern gucken möchte, sollte sich Lost in Space anschauen. Okay. Auch ein sehr schönes, versöhnliches Ende für mich. Der Star-Serie. Ja. Naja. Ja, habe ich auch nicht. Gucke ich auch nicht. Also kann ich nicht viel dazu sagen. Ja, aber vielleicht unsere Hörer. Aber mir fallen, ja genau, rein ran an die Tasten, schreibt Kommentare. Mir fallen gerade alles ein, was ich noch gucke. Ich habe ja noch den Schläferz-Film geguckt. Hier. Musst du alles nächste Woche besprechen. Ja, bis nächste Woche habe ich das vergessen hier, der irgendwie. Eintragen. Aber es kommt ja eine Weihnachtsfolge von Schläferz. Oh je. Am 25. Dezember mit dem Scientology-Film Battlefield Earth mit Dings hier, wie heißt der Schauspieler?
Ja, ihr wisst, wen ich meine. Und Sharknado. Matt Damon. Der erste Sharknado. Nee, der von Pulp Fiction hier, John Travolta. John Travolta. Sharknado. Finde ich übrigens toll, toll, liebe Zuhörer, ne? Also wart ihr mal live dabei, wie das ist. Das sind ungefähr nachher auch beim Quiz von Erik die Fragen. Ja, wie heißt denn dieser eine Schauspieler hier? Aber mehr Infos kriegt ihr nicht. Und es gibt ja nur diese drei bekannten Schauspieler. Ich dachte bei Battlefield, oh, wisst ihr schon, wen ich meine? Und natürlich auch, die eine Schauspielerin aus dem einen Film, der einmal da im Kino lief. Ja, genau. So, okay, genau, das muss man wissen. Also, das, ist das muss man wissen. Wer hätte es nicht gehört? So, also, ist ja klar. Dann kommen wir gleich zur Rätselecke. Rätselecke. So, dann wollen wir doch mal euch mal gleich mal challengen hier. Jetzt seid ihr gleich im richtigen Mood hier drin. Und zwar, Finger weg von den Tasten hier. Also ich nenne euch wieder fünf Sachen. Ihr müsst wieder, es gibt zwei richtige davon. Und die müsst ihr rausfinden. Also hat jeder die Chance, einen Punkt zu bekommen. Welcher der folgenden fünf Filme gehört nicht zu den Top 10? Der weltweit erfolgreichsten Filme 2021. Oh no. Achtung, Zusatzbemerkung, Stand 30. November 2021. Also die, okay, die im Dezember gestartet haben, die sind da noch nicht enthalten. Ne? Welche gehört nicht? Welche zwei gehören nicht okay, zu den Top 10 der weltweit erfolgreichsten Filme? Okay. Boah, Top 10 ist erstens. Wer muss zuerst antworten? Du, weil du dumm warst. So heißt es immer beim Kartenspielen. Wer dumm fragt, fängt an. Also, erstens, Der Kampf am See Changjin. Zweitens, Detective Chinatown. Drittens, Hi Mom. Kennt ihr einen von denen übrigens? Nein! Viertens, Cruella. Fünftens, A Quiet Place 2. Also, ich lese mal vor. Erstens, Der Kampf am See Changjin. Zweitens, Detective Chinatown. Drittens, Hi Mom. Viertens, Cruella. Und fünftens, A Quiet Place 2. Ich nehme Hi Mom. Okay, Chris, für dich dann Der Kampf am See Changjin. Zweitens, Detective Chinatown. Viertens, Cruella. Oder fünftens, Quiet Place 2. Ich nehme Cruella. Das ist richtig. Also Cruella ist richtig. Yeah! Hi Mom. Weil der kam relativ schnell auf Disney Plus. Kurze Erklärung. Hi Mom ist der zweiterfolgreichste Film des Jahres 2021 mit 822 Millionen US-Dollar Einspielergebnis. Ist ein chinesischer Film. Sagt die ersten beiden doch auch, oder? Der erste ist The Battle at Lake Changjin mit 895 Millionen Einspiel. Und Platz 3 ist erst James Bond mit 755 Millionen. Wenn wir einmal dabei sind, Platz 4 Fast and Furious 9. Platz 5 ist dieser Detective Chinatown. Platz 6 ist Venom übrigens. Ne? Platz 7 Venom. Godzilla vs. Kong. Platz 8 Shang-Chi. Platz 9 Black Widow. Und Platz 10 ist Dune. Ja, aber schon krass. Ne? Aber gut, in China, die haben ja alle die Kinos wieder aufgehabt, weil die haben ihre Pandemie relativ schnell in den Griff bekommen. Ja, okay, also ein Punkt für Chris, 1-0. Dann darf Chris jetzt auch mal antworten. Also richtig, wie haben wir hier für eine Frage? Ich lese euch jetzt die Nominierten zur Goldenen Himbeere 2021 vor. Für den schlechtesten Kinofilm. Ihr müsst mir sagen, welcher gewonnen hat. Chris antwortet zuerst. 365 Tage, ein polnisches Erotikdrama. Absolute Proof, Dokumentation über US-Wahlbeeinflussung. Die fantastische Reise des Dr. Doolittle, kennt ihr ja, Fantasy Island. Oder Music, Regie Sia mit Kate Hudson. Welcher hat Music, der letzte. Die Goldene Himbeere gewonnen für den schlechtesten Kinofilm 2021? Kate, was sagst du? Fantasy Island. Beide falsch. Okay, es war Absolute Proof, die Dokumentation über die angebliche Wahlbeeinflussung durch Chinesen. Der hat den schlechtesten Kinofilm bekommen. Die anderen waren aber auch sehr schlecht, glaube ich. Fantasy Island war ganz gut. Ja. Und das 365 Tage, Chris, nur für dich als Anmerkung, klingt so wie Simple Passion als polnischer Film. Sollen aber sehr kuriose, Fake-Penisse eingesetzt werden in dem Film. Das ist vielleicht dahingehend ganz lustig. Okay,
Also, es steht immer noch 1-0 für Chris. Hey, du kannst noch alles klar machen, fast, ne? Ja, ja. Okay, richtig oder falsch? Die Vorlage für das Design von E.T. waren unter anderem das Gesicht von Albert Einstein oder das und das Gesicht eines Mobs. Richtig oder falsch? Pff, falsch. Keine Ahnung. Chris, was sagst du? Wenn ich jetzt auch falsch sage, habe ich auf jeden Fall gewonnen. Das ist wohl wahr. Eigentlich hättest du mich zuerst antworten lassen müssen. Das ist ja abwechselnd dann. Ich sage, es stimmt, damit ein bisschen Spannung drin ist. Ist eh richtig, genau. Also, ja! Sehr gut. Wup, wup, that's the sound of the police. Wup, wup. Achso, ich hätte eigentlich noch hier sowas gehabt, aber das konnte ich jetzt gar nicht ein... Ja, aufs Ganze, der Song. Aber Katie macht ja nichts draus. Diesen Fluch mit den Quizfragen stellen, den kenne ich schon. Den kann man besiegen, indem man einfach mal gewinnt. Ich komme gleich rüber und trete dich. Ich musste übrigens gerade eine ganz schnell eine neue Frage raussuchen, weil ich habe aus Versehen meine letzte Frage gespoilert, weil die Frage war, richtig oder falsch, die Sexszene im Film 365 Tage waren echt. Nein, es war falsch, es wurde mit lächerlich aussehenden Fake-Penissen gearbeitet, war die Antwort. Das wäre so gut gewesen, aber wir wären beide wahrscheinlich so, keine Ahnung. Ich habe zugehört. Ach so, okay. So ist das also hier, na dann. Okay, dann sind wir schon bei unserer beliebten Rubrik Musiktipps für unsere Playlist. Music. Wieso vergesse ich das eigentlich immer? Da wir hier Baden gegen Württemberg so ein bisschen aus dem Ländle hatten heute einen Kinofilm, habe ich auch mal Musik aus dem Ländle aus Reutlingen von der Band Diorama, Friends We Used to Know. Gefällt mir auch gerade ganz gut. Chris, was hast du, bevor die Kate was... Ich habe von Gail A, B, C, D, E, F, U. Okay, kenne ich noch nicht, werde ich nachher mal reinhören. Das ist cool, sehr cooler Song. Ich hoffe, ich habe es noch nicht drauf. The Killers mit Mr. Brightside. Das klingt sehr, als wäre das schon mal drauf. Also, also wie gesagt, wir können die Rubrik auch gerne einstellen. Das macht keinen Sinn, wenn man in letzter Sekunde immer schnell noch irgendwas sich aus den Fingern saugt. Ich vergesse es nur immer. Ich ja eben, das, genau das meine ich. Nur weil ein Drittel das nicht hinkriegt. Ja, ich weiß. Ist es schon drauf? Hast du gewusst? Ja, Moment, ich muss das mal Spotify die App starten. So, jetzt zur Playlist hinzufügen. Also ich glaube, es war tatsächlich noch nicht drauf. Nee. Siehste. Okay. Ganz aber dachte ich mir, weil das so ein doch bekannter Song ist. Alles klar, dann habe ich das schon drauf, brauche ich gar nicht eintragen. Super, ihr könnt das auf Spotify abonnieren unter Kinocast Songs und da habt ihr eine bunte Mischung aus allen möglichen Geschmäckern hier von uns. Und ja, vielen Dank an alle, die sich so rege beteiligen hier auch beim Adventskalender-Gewinnspiel. Vielen Dank an alle, die immer die Postings reposten oder teilen oder die uns weiterempfehlen. Und vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Dann sehen wir uns sehr morgen gerne im Kino. Da kommt dann hoffentlich nicht dieses Musical oder das andere da. Nachdem ja West Side Story schon der Kelch an uns vorbeigegangen ist, zum Glück. Obwohl jetzt rückblickend betrachtet, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, statt Simple Passion West Side Story zu gucken. Aber ja, mal gucken. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Der Kinocast.